Moin ihr Lieben, im heutigen Video möchte ich kurz über Juve bzw. Allegri mit euch quatschen. Es wird vermutlich ein kleiner Rage-Talk, wenn man es so nennen kann. Ich sage euch, was meiner Meinung nach gewaltig schief läuft bei Juve und was mich zurzeit extrem, aber wirklich extrem aufregt. Doch bevor es losgeht, lass gern ein kostenloses Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Es kostet dich 1 bis 2 Sekunden, aber würde mich echt unterstützen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir kein richtiges Skript gemacht, ich fange einfach irgendwo an. Das Problem ist, und das habe ich auch schon bei der Verpflichtung von Allegri gesagt, Allegri ist kein Trainer für einen Umbruch. Kein Stück, mal abgesehen davon, dass Allegri absolut keinen Fußball spielen lassen will, weil er meiner Meinung nach gar keine Ahnung vom modernen Fußball hat, ist das Problem, dass Allegris Kernkompetenz darin liegt, zu verteidigen und mit erfahrenen Spielern zu spielen. In einem Umbruch ist der größte Teil der Spieler nicht erfahren. Also lässt er weiterhin Bonucci und Chiellini in der Innenverteidigung spielen, was oftmals schief geht, weil Chiellini kann Bonucci nicht noch weiter durchziehen mit 37 Jahren. Und Bonucci ist seit, der hat ein paar gute Spiele ab und zu, aber der ist einfach eine Pflaume, seit keine Dreierkette mehr gespielt wird. Und wäre De Ligt nicht da, würde das noch schlimmer aussehen da hinten. Alexandro genauso. Macht 1, 2 gute Spiele, der ist seit 2 Jahren eine Katastrophe und wir holen keinen Linksverteidiger. Wir holen einfach keinen Linksverteidiger. Frag 100 Juventus-Fans. 95 sagen dir, wir brauchen einen Linksverteidiger. Also, bitte. Und warum holen wir keinen Linksverteidiger? Weil Herr Allegri der Meinung ist, vor der Saison sagen zu müssen, ich plane mit Alexandro, ich will keinen Neuzugang. Das gleiche gilt übrigens für den Torwart. Was meint ihr, warum Donnarumma bei Paris unterschrieben hat und nicht bei Juventus? Obwohl Juventus lange Zeit Favorit war. Allegri hat sein Veto eingelegt, weil er weiter mit Szczęsny geplant hat. Und ich bin ehrlich, Szczęsny ist ein super Torwart, ich mag ihn wirklich gerne. Aber wenn ich Donnarumma haben kann, als italienischer Verein, einen so jungen, talentierten Torwart, einen 22-jährigen Torwart, der jetzt schon Weltklasse ist, dann hole ich den, wenn ich die Möglichkeit habe. Also hat auch Allegri das verbockt. Dann kommen wir zu Allegris Taktik. Anti-Fußball, Anti-Fußball, Anti-Fußball. 1-0 machen am besten und nur noch zugucken, was der Gegner macht. Wo ist der Sinn? Du stellst gegen Inter deine Mannschaft ein auf den Gegner und stellst körperlich starke Spieler ein und redest dir das noch schön nach dem Spiel. Als Top-Mannschaft hat der Gegner sich auf dich einzustellen und nicht du dich auf den Gegner. Was ist los mit dir, Herr Allegri? Du alte Pfeife, ey. Mein Gott. Das macht mich so aggressiv, wenn ich das sehe. Pirlo hatte wenigstens seine klare Linie. Ich würde Pirlo sofort mit Kusshand zurücknehmen. Dann kommen wir noch zu anderen Sachen. Ich will jetzt nicht durchdrehen. Aber unter Allegri, kein Spieler performt, außer Dybala. Und Dybala performt immer, weil er einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Pirlo hatte das Problem, dass Dybala die ganze Saison fast verletzt war. Unter Maurizio Sarri ist Dybala MVP der Liga geworden. Da hat keiner über Cristiano Ronaldo geredet, außer die Medien im Ausland. Weil Dybala einfach alles zerstört hat. Also, dass Dybala gut spielt, liegt nicht an Allegri, sondern daran, dass Dybala einfach mit Abstand unser bester Spieler seit Jahren ist. Aber Spieler wie Morata, wie Cuadrado, wie McKennie, wie Chiesa performen gar nicht mehr unter Allegri, die unter Pirlo einfach nur top waren. Unter Pirlo waren andere Probleme da. Pirlo hatte die ganze Saison, und das ist ein Fakt, das könnt ihr nachschauen, nicht einmal den kompletten Kader zur Verfügung. Nur Verletzte, man hat ihm ein Vorbereitungsspiel gegen die U23 von Juve gegeben, also er hatte keine Vorbereitung und das ohne Erfahrung. Aber trotzdem hatte Pirlo mehr Struktur im Spiel und am Ende der Saison haben wir guten Fußball gespielt. Nur weil das Ergebnis am Ende nur der 4. Platz war, gerade so, heißt das nicht, dass Pirlo ein schlechter Trainer war. Man hat Pirlo einfach nur als Sündenbock hingestellt für das Versagen auf anderen Positionen im Club. Hä, Herr Paratici? Hä, jetzt Tottenham in die Ruin ziehen? Mein Gott. Und sorry an euch, wenn das alles ein bisschen durcheinander ist. Aber es sind immer dieselben Spieler, die Fehler machen. Es sind immer dieselben Spieler, die uns Punkte kosten. Immer. Und nicht erst seit dieser Saison, auch davor. Wie kann ein Bonucci noch Stammspieler sein? Wie kann man einen Romero verscherbeln, einen Demiral verscherbeln und Bonucci Stamm spielen? Das geht mir nicht in den Kopf. Genauso wie wir seit Jahren, wie schon gesagt, einen Linksverteidiger brauchen, weil Alexandro seit 2 Jahren nicht mehr abliefert. Ey, ich versteh's nicht. Und dann sitzt ein Spieler wie Kulusevski, der Allegri schon 3-mal in dieser Saison gerettet hat mit seinen Leistungen, sitzt nur auf der Bank, weil man irgendwelche anderen Pflaumenpflücker spielen lässt. Ey, das geht mir nicht in die Birne. Das geht mir nicht in den Kopf. Ich versteh's nicht. Es regt mich einfach nur auf. Dazu will ich jetzt nochmal als Fazit sagen. Allegri hat 5-mal den Scudetto gewonnen, ja.
hat 2 Champions League Finals gespielt. Ja. Aber das war nicht wegen Allegri, sondern trotz Allegri. Denn damals hatten wir eine Top-Mannschaft und wir hatten keine Konkurrenz in der Liga. Hä? Jetzt, wo die anderen Mannschaften stärker werden, läuft es nicht mehr. Komisch, hä? Allegris Ruf ist aufgebaut auf den Erfolg von Antonio Conte vorher und darauf, dass er die beste Mannschaft der Liga zur Verfügung hatte. Nichts anderes. Wie oft hat er die Hinspiele in der Champions League vercoacht? Wie oft hat er sich generell vercoacht in wichtigen Spielen? Aber der Mann ist intelligent. Der ist zum richtigen Zeitpunkt abgehauen, hat sich vom Acker gemacht. Dann kam das Sarri-Jahr, dann kam das Pirlo-Jahr und jetzt kommt er wieder da mit einem Vertrag, wo er unkündbar ist. Er kriegt 9 Millionen im Jahr für 4 Jahre. Du kannst ihn nicht mal feuern, wenn du willst. Der kann absteigen und die können ihn nicht feuern. Das ist doch, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Allegri ist wahrscheinlich der intelligenteste Mann im Fußball. Der kann gar nichts und hat die fettesten Verträge, nur weil er von anderen profitiert. Das geht mir so auf die Eier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber, naja, was sollen wir machen? Jetzt müssen wir uns als Juventus-Fans erstmal auf ein paar schwere Jahre einstellen. Das ist sicher. Na gut, das war's dann auch von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, entspannten Tag. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.